Hallo. Hallo. Servus. Also mal wieder und Aufnahme Nummer 3. Yay. Von ich weiß nicht wie vielen. 3,5 wahrscheinlich. Bestimmt. Mit Special Guest. Jo, hallo. Jo, Desi vielleicht ein bisschen lauter sein könnte. Nö, ja. Na gucken. Nö, ich ja, mag nicht. Gut. Du befehlst mir nichts. Agenda für heute, weniger Quests, mehr drumherum. Gut, mir egal, ich mach Quests. Mach du ruhig. Hab ich mal vor. Teamplay. Ich weiß Teamplay, ich kann ich weiß übrigens inzwischen, wie ein Nekromantie wirkt. So ganz grob. Ja, du brauchst erstmal Tod. Ja, das und. Dann brauchst du einen Mantis. Irgendwie stirbst du. Du bist immer noch recht leise. Ja, ich weiß nicht warum. Ihr seid einfach so laut. Daran geht's. Au! Nein, wir können nicht zu laut sein. Mir ist mein Minecraft abgeschmiert, also mein Launcher. Nee. Cool. Keine Ahnung, retapped out. Ui, ist das schön. Warte, ich schau mal in die Konsole. Ach genau. Ja. Ach, ich sehe schon, ich hab einen ganz kurzen Verbindungsabriss gehabt. Okay. Creeper! Hamachi hat für eine Sekunde gerade die Verbindung verloren. Okay. Was mich aber interessieren würde, kann man einen Hopper hier drüber platzieren? Und funktioniert das dann auch? Über die Sieve. Aber was ich gesehen habe, ist, dass man hier rein in den Autonomous Activator schon Gravel reintun kann. Und der macht es dann automatisch. Ah ja. Siehst du? Schön. Hätte ich auch sagen. Und das spritzt aber dann trotzdem raus, also müssen wir da irgendwie mit Wasser oder so einen Vacuum-Hopper draufsetzen. Ja, Wasser macht Direwolf, das ist unkreativ. Geht Wasser überhaupt? Ich meine, wenn das drüber ist, dann gilt das ja quasi als fester Block und dann kann ja nichts mehr raus normalerweise. Nee, es ist. Nee, Wasser gilt halt nicht als fester Block. Nee, Wasser ja nicht. Wasser ist ja kein fester Block, Wasser ist Wasser. Nein, es zählt da im Spiel als fester Block, habe ich gedacht. Irgendwie haben wir ziemlich Probleme mit der Lautstärke. Scheint so, ne? Warum denn? Ja, weil ihr jetzt alle leise werdet aus irgendeinem Grund. Ich auch? Ja, du auch. Oh, komisch. Da finde ich auch so. Dann stelle ich halt wieder lauter auf die Gefahr, dass ich jetzt wieder zu leise bin. Vor allem rede ich eigentlich ziemlich laut, also. Ich höre dich halt recht leise, das ist seltsamer. Nun ja, es ist schwierig. Jetzt muss ich doch eigentlich. Warum habe ich hier nichts drin? Ach, richtig, weil ich noch nicht an mich dran gebunden habe. Ja, und ich sag noch, ich verstehe was davon. Mhm. Lügner. So, jetzt klappt's. Oder? Yay, Bogen. Ja, klappt. Wunderbar. Oh Gott, ist der schwach, der Bogen. Hast du den Bogen gemacht, oder wie? Boden. Ja. Aber der ist total schwach. Zweimal Obsidian und irgendein String, einfach so zum Ausprobieren. Aber der ist ja voll Schrott. Weil ich gerade ein normaler Bogen macht, wie viel Schaden? Mal gucken. Steht nicht dran, schade. Das ist ja Pferd und ein Schwein und zwei Schweine sogar. Das heißt, wir haben Nahrung. Nahrung. Fleisch, genau. Lassen wir die erstmal da drin in Ruhe. Momentan haben wir noch genug Brot und Salat und was Frank auch immer noch in seinem riesen Turm anbauen will. Wir haben noch Kartoffeln, wir haben Mais und hier oben ist noch Brachland. Da kommt noch ganz viel hin, oh ja. Ich weiß. Wir müssen die Monsterfalle abreißen, weil die im Weg ist. Ja, genau. Meinst du nicht, es wäre einfach die Farm dann oben ein bisschen was weiter Richtung Bäume zu verlagern? Also praktisch zwei Ebenen nebeneinander übereinander zu machen. Sieht dann blöd aus. Das wäre nicht blöd, das wäre modern. Ach, modern. Modernes Design, ja. Kein modernes Design.
Was für eine Range haben diese Wasserzeuge eigentlich? Hier vom Mosifizieren. Mosifizieren? Was? 2 oder 3, glaube ich. Okay. Zwei. Weil hier drumherum fängt es auch schon an, obwohl die Blöcke teilweise gar nicht damit verbunden sind. Hm. Naja, was soll's. Okay, zurück zum Thema. Haus bauen, Lager bauen. Was zuerst? Jo. Also ich glaube... Ja, warum nicht? Gut. Ich mache mich mal in die Schmelzerei hier, glaube ich. Und sorge für schön viel Ressourcen. Viel Spaß dabei. Jo. Stimmt, irgendwer muss den ganzen Kram mal durchprozessieren. Durchpeitschen, wo ist es denn eigentlich? Ist hier drin? Oh nee, ich mach doch was anderes. Was der dann macht? Alles zusammen sammeln hier, oh Mann. Ja, dann mach okay, ich das. Mach... Nee, ich mach schon kein Ding. Haben wir noch Seared Bricks? Ich glaube nicht, nein. Ich hätte gerade gesagt, also, wir haben einige Bricks, also. Nee, Seared Bricks waren ja die für die Smeltery. Mhm. Ich meine, ja, wir haben einiges, also kann sein. Weiß ich nicht, weil ich meine, ich hätte alle schon verwurstet. Okay, dann baue ich da noch ein paar, dann... Also wir haben Scorch Bricks noch, aber naja. Ich kann dir welche machen, ich habe Clay dabei. Was? Du hast Clay? Ja, ich kann dir was basteln. Ja, Clay braucht man aber nur nebenbei. Wieso? Mach doch dieses Grout da draus. Aus Clay, Sand und Gravel. Genau. Das wäre gut. So, mal schauen. Wir haben ja genug Holz und Baumaterial und so weiter. Vielleicht nehmen wir auch mal die bunten Bricks. Weil die so schön sind. Oh, und wir brauchen Charcoal. Ich meine, wir haben ja von so ziemlich allem, bis auf die, die wir schon verwendet haben, 16 bis 17 Stück. Und der Rest hält 32, ne? Ja, und 32 von jedem Glas. Ja, und nochmal 32 von den anderen Bricks, weil die in der anderen Kiste nochmal sind. Das wird so schön. Leg ich dann nochmal in die andere Kiste. Der Kiste da, okay. Und hier oben bei der Kram, mal schauen, was machen wir denn? Machen wir so einen schönen Boden in Blau- und Grüntönen, denke ich mal. Das ist super. Alle Farben. Ich musste das mal kurz abreißen. Boah, das war jetzt aber ganz schön frech, ey. Na, pass auf, dann kriegst du das hier. Damit kannst du dann damit kann besser verarbeiten. Das ist aber... Ah, ja, okay. Da fehlt jetzt nur noch so ein Drain und so ein Faucet. Und das wollte ich dir bauen. Dann kannst du das besser machen. Ah, das wäre cool, ja. Ah? Aber ich mach das eh mehrstöckig. Ich baue da oben einfach noch ein paar Sachen hin. So ein Basin. Denke ich mal. Ja, gut, ja, da brauchen wir jetzt noch einen Drain und einen Faucet. Ja, besser, aber man muss halt aufpassen, dass man einen neuen hat. Nee. Ja, das... Ja, okay, das muss man wirklich. Ja, hier vorne bringt's eh nix. Hier vorne ist eh der Controller und der Tank. Ja, wobei, der Tank kann zugebaut werden. Ne, da bauen wir später eh eine Leitung hin, damit die Lava automatisch reingeht. Ja, das kann man ja von unten dann machen. Jo. Genau. Wie viel Grout hast denn du? Ich habe das innen in den Ofen reingelegt. Guck mal rein. 24 dürfte es gewesen sein. Boah, ist viel zu viel. Ist egal, es reicht. So. Wo bauen wir das Haus hin? Boah, das ist eine gute Frage. Echt gut, ja. Da wo Platz und da wo hübsch ist am ehesten, ne? Also ich würde sagen, bei den Hühnern. Ja. Scheint wohl so, hm? Nee, wir machen es genau auf der anderen Seite. Also bei der Monsterfalle. Am besten ganz oben an der Spitze. Ja, genau. Boah, das wäre cool. Wir haben einfach 50 Scorch Bricks etwa, ne? Ja. Ich bin grad so auf. Stimmt, rein theoretisch können wir hier das Stahlding ein bisschen was größer bauen. Kann Max auch mehr Sachen gleichzeitig machen. Ja, ist doch. Ja, das Stahl, das ist eh nicht so nützlich. Vielleicht später für Tools bauen oder so. Naja, Rüstung, denke ich mal. Gut. Okay, also nicht bei die Hühner, sondern irgendwo da in Richtung Farmcraft Area, oder wie? So in der Art. Also hier an der Seite kann man es nicht platzieren. Oder was cool wäre, wir haben doch hier diese Baumfarm oder was das ist. Da können wir das doch zu so einer Allee irgendwie formen und dahinter dann das Häuschen bauen. Könnten wir auch, dann können wir die nicht mehr erweitern.
Ja, macht doch nichts, wir brauchen die Bäume später eh nicht mehr. Naja, Uni-Bäume und so weiter, boah, wäre schon nicht schlecht. Die können wir dann auch woanders hinbauen. Nebenbei, wo ist eigentlich der, Dignius Dingsbums da hingewandert? Beim Stahlding, oben drauf. Stimmt. Oben drauf? Mhm. Ach, ja, da, ja, was macht das da oben? Oh. Achso, ja, okay, ich sehe schon. Dann können wir doch hier reinsetzen einfach. Weil dieser Terra-Smasher, der erzeugt ein bisschen Lag. Eigentlich nicht. Oder es wird er noch garantiert. Das habe ich bei dem Singleplayer gemerkt. Ein bisschen Lag verursacht er schon, aber. Hat jemand noch einen Obsidian oder kann ich mir schnell einen herstellen, wenn mir jemand einen Eimer gibt? Ja, warte, kriegst du einen Eimer. Eimer ja. Habe ich auch. Ah, nimm die Eimer, nimm sie alle. Kann ich gleich Lava und Wasser nehmen? Gleichzeitig. Ja, siehst du? So cool. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich vergesse es immer. So, dann baue ich den Eingang mal hier hin, ne? Ist in Ordnung. Ja, hier ist super. Wunderbar. Keine Ahnung, wo hier ist, aber das stimmt schon. Ja, da hinten bei der Baumform hin. Beim Bäumen so und dann rechts runter. Weil da haben wir eh nichts wirklich mehr. Neben den Farmen. Ja, dass wir halt nicht mit der Farm zusammenstoßen. Geht ja auch ein Stück weit nach hinten, oder? Ne. So groß hatte ich das Haus jetzt nicht geplant gehabt. Ja, das soll schon groß sein, ne? Gigantisch werden. Ja, dann müssen wir reinpassen. Können wir. Hallo Mel, du redest ja wieder. Dann wir werden Schwamm auch mal wieder beschäftigt. Das ist ja in der Auf. Ja. Das geht so nicht. Obwohl, wir haben eigentlich eh genug geredet, also viel zu sagen hätte sie eh nicht gehabt. No, naja. Ich bin ja hier so voll. Was, ja. Du wolltest ja nur mitmachen, weil du sonst nichts zu tun hast. Ja, und du bist ja auch alles, leise. Was hier so gemacht wird. So, sag nochmal. Wir reden immer noch gleich laut. Hallo. Ja, das ist. Nicht lauter stellen und gleichzeitig leiser reden, das geht nicht. Bisschen was besser. Glaube ich zumindest. Glauben ist gut. Jo. Du kommst klar. Der Bogen ist einfach nur richtig scheiße. Der Bogen ist klar, ist der Anfangs noch scheiße. Du sollst ihn doch vielleicht mal aussehen, du verwechselst dich versehentlich noch. Ich hab's gerade gemerkt, ich hab nur noch 2 Herzen. Nee, jetzt hab ich nicht. Bin gerade von 2 auf 3 Herzen, auf 4 Herzen gesprungen, wie geht das denn? Der Bau ist doppelt reinforced 3 und ist jetzt schon fast hin, obwohl ich gerade mal 10 Pfeile geschossen habe. Größte Schrott, den gebe ich hinterher. Schmeiß da die Klippe runter, ganz ehrlich. Haben wir noch Porzellan hier? Nee. Nee, aber du kannst dir Bonemehl und. Ich weiß schon, ja, ich habe aber eine ungerade Anzahl. Das gefällt mir nicht. Das, gefällt mir das nicht. War knapp. Puff. Ja, ist doch alles nett. Bin runtergefallen. Gut, also wir einigen uns drauf, den Boden aus diesen bunten Bricks in blau und grün. Oh, bitte nicht. Ernst? Sollte man schon anschauen können. Dann machen wir es in pink. Ja! Nein! Ich schlag was Besseres vor. Cobblestone finde ich blöd. Cleanstone auch. Holz. Bricks. Holz, das ist eine Ansage. Das ist sehr super, wenn irgendwas in die Luft geht, ja. Das fängt zu brennen. Ja, hält bestimmt. Geht ja nicht. Kannst du auch Wolle nehmen. Mhm. Ah ja. Oh ja. Glas. Glas wäre cool. Da können wir runtergucken. Könnten wir auch machen. In die Void, gesehen. Ja, das ist so. Nee, ich hab Höhenangst. Noch ein Grund. Warum brauchst du das hier denn überhaupt? Egal. Du warst doch der hier den Monster von dir oben gebaut hat. Ja. Und du hast hat Höhenangst? Jemand noch was ja. Zu futtern da? Ja. Weil irgendwo müssten noch die ganzen Brote hin sein. Ich wollte gerade sagen. Michael, ich mache jetzt keine Brote mehr, ich mache wie heißen die? Kartoffeln. Okay. Was hättest du denn gerne? Also ich hätte einen Schokololli, einen Schokohasen. Es gibt Schokolollis? Ja, also ich hab welche. Natürlich. Im Real Life. Ja, meine ich ja, es gibt Schokolollis? Ja klar. Ja. Die hab ich auch. Die kleinen Schokoladendinger am ja, Stängel. Ja, die sehen aus wie Hasen. So ein Hasenform. Ach, so ein Teil, ja klar, das, ja. Oh, diese Nikoläuse, ne? Wenn du es nicht hast, dann bist du uncool, okay? Was nehmen wir denn da für Holz? Haben auch so schöne Auswahl.
Kambalsa ist schön grau. Nee. Grau ist so trüb. Blau. Ach so, ja, die ganzen Holzfarben. Ja, im oh, nee. Ebony werden schon. Ja, Ebony ist schon geil. Vielleicht für Boden oder so. Oh, mein, was war? Kann man ja auch mixen oder so. Also das ist natürlich Mahagoni und Lark und Sequoia. Oder, ach ja. Hm? Oh. Mhm. Best color ever. Best. Was denn wie, was wo? Oh, Map. Ah, oh, warum Enderman eigentlich nicht? Darf ich das hier ein bisschen verunstalten? Niemals! Nee, was müssen wir? Kannst ich du will hier einfach einen, naja, so einen Ansatz dran bauen, damit ich später die ganzen Crucibles hinsetzen kann. Für unsere Lava-Produktion und so. Ach so, ja. Das Witzige ist, der Beobacht sieht, dass das Grün von dem Stamm selber sieht total ekelhaft aus, aber von dem Holz selber geht's sogar. Mhm. In dem Wasser das Green Heart. Green Heart ist cool, ja. Das ist hübsch. Zusammen mit Akazie kannst du es verwenden, vielleicht. Das ist hübsch. Akazie oder Kapok. Moment, muss ich erstmal finden. Was Akazie und Kapok war. Das andere Grün. Das ist Baobab, das andere Grün, da ist Kapok. So. Alter, sind hier viele Monster gespawnt, einfach hier hinten. Ganze Blöcke oder halbe Blöcke? Gut, ganze Blöcke. Ja, Leute, ich gebe euch die Chance, euch zu beteiligen. Nutzen Sie ich gebe gerade die Chance, ich verteidige uns gerade hier. Ich baue uns unsere Zukunft. Wir waren gerade irgendwie 30, 40, 50, 60, 80, 20.000 Gegner. 80, 20.000, okay. Ich schmalz mal ein bisschen von dem Zeug an. Haben wir denn eigentlich schon Netherrack? Glaub Rack. Nicht. Noch nicht, Rack. Nee. Noch nicht? Oh. Ich aber mein, hatten wir nicht ein Netherportal? Haben wir, ja, aber da wollte keiner rein und mich hat es eben umgelegt, weil da so ein komischer Netherfisch drin war. Ui, okay. Dieser Silberfischverschnitt. Das ist doof. Du traust dich jetzt auch nicht mehr runter, oder? Nicht mit meinem ganzen Kram. Doof. Klar, ich leg die Sachen jetzt weg und gehe dann da rein. Das ist kein Problem weiter. Wir hatten das Stahl in die Schmelze. Ich. Ist fertig. Ist okay, fertig. Danke. Ich. Wenn wir noch genug Stauraum haben für meinen ganzen Kram. Ja, hier. Danke. Das kannst du wieder machen. Okay. Bisschen was ist noch drin. Wie kriege ich das jetzt raus? So, haben wir irgendwie so ein. Ich sehe gerade, der Squeezer macht auch den Moss down. Ist? Ach nee, das hier steht noch Wasser ein, okay. Ich dachte schon, dass hier der Squeezer, aber das um den Squeezer rum war. Haben wir noch so ein Billigschwert oder irgendwas in der Richtung? Einige, ja. Warum? Gut, Silk Touch? Nee, nicht wirklich. Ja, bei Ring Nether. So ein bisschen verteidigen wollte ich mich dann schon wollen. Ich darf halt die Eisenachse nehmen oder so. Oder warte mal. Eisenachse? Also ich bräuchte am Anfang jetzt eigentlich nur so 20 Netherrack oder so was. Mehr brauche ich nicht. Obwohl, hier war doch noch ein anderes Tool irgendwo, was ich. Was man so schön zum Jagen verwenden kann. Wo ist denn das hin? Aber du kannst auch gerne ein Silk Touch Schwert nehmen. Das mit Silk Touch 1 zum Beispiel, das ist dann unwichtig. Ja, das ist ein Holzschwert. Oder nimmst du die Stone Axe mit Bane of Astropods? Richtig, ja gut, mach ich das so. Was bringt denn eigentlich Silk Touch an dem Schwert? Macht damit man kannst du besser abschlagen, dann brauchst du keine Schere. Achso, ich hab gedacht, da macht man die Mobs nicht kaputt. Genau, treffst du irgendwie den Kopf ab, ohne den Mob zu schaden. Ja, 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 ja. Das wär's doch. Nur was Silk Touch 10 macht, wundert mich so ein bisschen was. Ja, das war glaube ich einfach nur so, das kann man auch auf 10 upgraden, dann tun wir das. Das YOLO. Das hat keinen Effekt. Silk Touch 1 oder 2 ist alles gleich. Okay. Zu den Nether. Creeper. Glitch der Creeper? Achso, eine Spitzhacke hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Vielleicht. Du bist komisch.
glaube, es laggt so leicht. Ja, es laggt. Sehr leicht. Boah, 33 Ingots laggt. Das ist ja noch gar nichts. Da kommt noch viel mehr. Was? Du bist an irgendwas gestorben. Wo kamen die denn her? Oh, Puff. Wofür wolltest du eigentlich Netherrack? Für die Crucibles. Damit das Zeug schneller brennt. Alter, leckt das. Ja, ist Feuer besser als Lava? Bei Netherrack schon, ja. Okay. Hat wer einen Eimer zufällig? Jetzt nicht mehr. Was hast du denn hingepackt? Den hab ich doch Corby angegeben. Corby? Moment. Alter. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ihr nur einen Eimer habt, oder? Zwei. Wir hatten zwei eigentlich. Danke. Ursprünglich mal. Ey, ich hab's jetzt auch, die Eimer. Ja, hoch. Aber natürlich der Bogen ist. Der Bogen ist scheiße, weil er langsam, der zieht sich sehr langsam auf. Hm. Auf dem ersten Skill-Level. Ne? Dauert eine Weile, um Obsidian zu biegen. Eben. Ja, aber ich hab ja Obsidian-Stahlmischung, also. Kann man denn Stein überhaupt biegen? Wie geht denn sowas? Ja, es ist. Ja. Genau. Super Toolrod, ich kann das einfach. Das ist schwarz und so weiter. Ich habe einen Kopf gleich im Inventar. Hui, was ist das? Warum habe ich die Sony Pigment angegriffen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte. Macht er das ja standardmäßig? Das wäre tatsächlich blöd. Na klar, völlig. Was machst du denn die ganze Zeit? Hast du es einfach so reingelegt oder was? Ja, klar. Okay. Was denn? Na ja, gut, ja, okay. Kann man auch machen. Okay, warum brenne ich jetzt? Ich mach's so, kriegt man mehr davon. Ach, wir haben noch 56 Leben, dann kannst du noch. Entweder irgendwas hat dich angezündet oder du bist in Lava gefallen. Ja, kann ja gar nicht sein, ich stand die ganze Zeit hoch. Dann hat dich irgendwas angezündet. Ja, also Nether ist nicht praktikabel. Müsste eigentlich einen Weg für Netherrack geben. Aber glaube ich gar nicht. Wie ist das Ding? Magma irgendwas? Ja. Magma, nee, das macht ja Lava draus. Nee, da gab's schon noch. Oh. Also Rick herstellen geht damit glaube ich nämlich nicht, ja. Guck gerade, nee. Irgendwie konnte man das aber. Aus Nethers Erzen im Pulverizer. Das bringt uns so viel. Ja, Nether Erze kriegt man mit einem Laser Drill. Nur ganz selten zwar, aber man kriegt welche. Mit dem was? Laser Drill. Informier dich mal. Mein Factory Loaded. Aber der braucht extrem viel Strom. Ich weiß, ja. Gut, anscheinend gibt es tatsächlich keine andere Möglichkeit, an Netherrack ranzukommen, ja. Das ist echt doof. Naja. Ja, dann können wir es ja erstmal mit Lava machen, weil. Ja, genau. Auch noch ganz okay. Mhm. Und dann werden wir es halt kriegen. Muss das eine Source sein oder kann das einfach nur fließende Lava sein? Das kann fließendes sein. Okay. Brauch ich einen Eimer.